Dienstag möchte ich was sagen. Ja, wie ich gerade gesagt habe, bei mir ist es Samstag aktuell. Gestern kam das letzte Video. Freitagsvlog. Na. Und ja, wie die Zeit halt immer so läuft. Jetzt sind wir schon am Samstag. Ich sage regnerisch. Ja, auch bei uns ist endlich nochmal der Regen angekommen. Zeit ist es worden. Hat ja lang genug gedauert, muss man wirklich sagen. Überall hat es schon geregnet. Bloß bei uns Trockenheit. Siehst die Regenwolken vorbeiziehen, siehst sogar in 20 Kilometer Entfernung den Regen quasi am Horizont und denkst dir so, klasse, und bei mir nicht, wollt ihr mich alle veräppeln? Tja, auf jeden Fall, wir haben endlich Regen und es hat gestern angefangen zu regnen. Gestern sind wir, ja, ich glaube bei 10 Liter oder sowas gewesen, war bloß ein bisschen was. Und heute hat es dann noch einmal geregnet, habt aktuell ist die Straße draußen, aber der gerade nass. Wir hatten gerade wieder einen kurzen Plausche. Und nach aktuellem Stand sind wir jetzt bei 32 Liter. Das ist doch schon mal ein Watt. Fällt mir doch ganz gut. Vor allem, es ist keine so eine Drasche gewesen. Da habe ich gesagt, okay, jetzt schlüpft da wieder alles davon. Es war gestern einmal kurzfristig so eine Drasche. Freitag, da hat es einmal runtergeschaut und gedacht, oh oh, ein paar Minuten länger so, das säuft wieder alles ab. Aber, toi toi toi, es ist nichts passiert. Ist schön der Boden eingezogen, hat mich selber erstaunt, es ist nichts davon gelaufen. Optimal, Gott sei Dank. Ja, auf jeden Fall. 32 Liter haben wir. Sache das.
wurde es jetzt daheim und schon fertig aussortiert. Ging ruckzuck. Es waren ja wie gesagt nur 6 Kisten. Ja, eine Kiste ist für die Pferde geworden. Und insgesamt 8 Eimer für die Schweine. Ja, und die Labler, die da oben drauf liegen, die bringt mir mein Nachbar immer mit. Die gehen einmal ins Schwimmbad. Und da hinten, da haben sie jemanden, der sammelt es immer. Und da bringen sie es mir mit. Ja, ist eine super Ergänzung für die Schweine. Kriege ich es ab und an auch mal noch Labler. Sind schön hart, schön gedruckt, optimal. Ja, bei den Schweine und Hühner war ich gerade unten. Die haben frisches Wasser. Der Leo hat frisches Wasser und hat nochmal ein Futter gekriegt. Und ja, der Reili steht da drüben und mampft mit. Ja, und jetzt gehen wir dann auf alle Fälle noch hinter in einen Pferdestall. Die brauchen auch Wasser. Und ja, dann kann ich euch noch eine Kleinigkeit zeigen. Ja, was ich euch eigentlich zeigen will, das ist hier unten in der Maschinenhalle. Muss man erst aber durchkommen. Hier ist ziemlich voll. Der Smart steht noch auf der Bühne und da im Hintergrund sieht man noch einen Smart. Ja, den haben wir heute günstig gekauft. Die waren Bekannten. Ist zum Ausschlachten gedacht. Brauchen meine Leute. Ersatzteile sind immer gut. Quasi so nach dem Motto. Ab ins Ersatzteillager damit. Ja, war recht günstig von daher. Also, dreistelliger Betrag. Keine Angst, kein Vermögen dafür ausgegeben. Ist ziemlich runtergeranzt. Den Motor brauchen sie für den blauen von meiner Schwester. Und ja, eventuell noch ein paar andere Kleinteile. Ja, mal schauen. Ja, was ich euch eigentlich hier unten zeigen will. Ich habe eingekauft. Gestern. Und ja, was habe ich eingekauft? Ich habe es ja angekündigt im letzten Video. Der Krüger wird ja gerichtet. Und ich brauche auf jeden Fall ein Rohr. Und da steht's. Schnuckelig, gell? Geschweißtes Stahlrohr. 101 mm Außendurchmesser. Und 4 mm Wandstärke. 3 Meter lang ist der ganze Klöpper da. Ja, wiegt etwa 25 Kilo. Kostenpunkt für das Rohr 80 Euro plus die Steuer. Ja, das ist für den Krüger gedacht. Für meinen Miststreuer. Wie gesagt, den mache ich ja jetzt dann fertig, dass er wieder läuft. Ja, ich habe eigentlich gedacht, wir kriegen über einen Bekannten dann jetzt noch Streuwalzen her. Deswegen habe ich jetzt das Rohr schon mal auf Seite gestellt und habe noch kein Winkeleisen gekauft. Jetzt sagt mein Vater aber, naja, es dauert jetzt doch noch ein bisschen, erst auf Ende August. Da haben wir so gedacht, na toll, also wenn ich jetzt noch bis Ende August warte, bis ich die Streuwalzen kriege, dann muss ich die vielleicht auch noch herrichten. Ich weiß ja nicht, ob ich dann Zeit habe. Nö, dann machst du es anders. Ich werde am Montag früh beim Stahlhandel anrufen und werde mir die Winkeleisen bestellen. Und zwar in der Größe 40x40x5mm. Also 5 mm stark und jeder Arm 40 mm, also 4 cm. Ja, und das Ganze, jeder Arm ist 21 cm lang. Die untersten, die unten auf der Walze drauf sitzen und quasi immer was vom Kratzboden direkt runterfällt, das wegschleudern. Die sind 22 cm lang, macht eine Länge, also quasi vor die Arme, es sind 16 normale Schleuderarme drauf. 16 mal 21, 366. Quatsch, 336, Entschuldigung. Und dann kommt noch dazu die anderen zwei mit die 44. Habe ich das mal ganz einfach. Bleibt vielleicht ein wenig Rest übrig, aber man weiß ja nicht, vielleicht braucht man es. Ich werde mir drei 4 Meter Stangen holen. Also 12 Meter Winkeleisen. Und dann wird es losgehen hier ans freudige Brutzeln. Und dann schauen wir mal, dass wir das Ding wieder zum Laufen kriegen, den Streuer. Ja, wie wird das Ganze funktionieren? Das Ding da, das schneiden wir in 3 Stücke. Ja, oben und hier. 3-mal gleich lang. Dann müssen wir vor die alten Streuwalzen einmal oben die Führung aufnehmen, den Führungsbolzen. Den flexe ich dann einfach vom alten Rohr raus. Schweißen hier wieder ein. Unten her ist ein Vierkant drin in der Walze. Den müssen wir auch rausflexen sauber und dann in das Rohr auch wieder reinschweißen. Die Bodenplatte, die ich drüben habe, das ist so eine 13 x 20 cm große Bodenplatte dran, die quasi verhindert, dass ich unten auf den Vierkant was draufwickeln kann. Die werde ich auch übernehmen, weil die müsste ich in der Mitte kreisrund ausschneiden. Das ist
Ja, wir haben zwar einen Plasmaschneider hier, aber wenn es nicht sein muss, die kann ich wie gesagt übernehmen, da brauche ich das Material nicht auch kaufen. Und der fehlt ja im Endeffekt nichts, die hat ja nichts weiter zu machen, wie einfach nur verhindern, dass was runterfällt. Denen fehlt soweit ja auch nichts, außer dass sie halt ein wenig flugrostig sind. Aber ich meine, das ist Stahl, selbst wenn ich den jetzt grundiere und lackiere, zweimal damit gearbeitet und der schaut wieder so aus, da siehst du keinen Unterschied dann. Von daher ist das wurscht, da kann ich die nehmen. Ja, und die Schleuderarm, die habe ich gesagt, die mache ich alle komplett neu. Da fackeln wir jetzt gar nicht erst lang. Ich habe erst überlegt, ob ich die vom alten übernehme, rausflex und da wieder sauber verschweiß. Da hätte ich direkt anfangen können. Aber ganz ehrlich, nö, wenn ich dabei bin, dann mache ich die neu. Teilweise sind sie eh so saublöd verbogen, das gefällt mir nicht. Und dann machen wir sie doch richtig anständig. Und mache sie aus neuem Winkeleisen, sauber drauf verbraten, dass das Ganze hält. Und dann sollte ich eigentlich, was das betrifft, die nächsten, naja, Baujahr ist er, ich glaube 67, der Streue. Naja, die nächsten 50 Jahre habe ich dann auf alle Fälle wieder Ruhe. So der Plan, so das Ziel. Also von daher, passt doch. Gut. Ja, ich bin jetzt soweit durch. Pferdestall habe ich ja wie gesagt fertig gehabt. War ich jetzt hinten, habe noch Wasser aufgefüllt. Und jetzt werde ich dann erst einmal duschen gehen und dann schauen wir mal vielleicht. Naja, vielleicht bekommt mich noch die Lust. Ich sollte ja eigentlich noch was vorbereiten. Ich habe erst überlegt, ob ich mir da einen Außenstream mache. Aber weiß nicht, weiß nicht, weiß nicht. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Aber mal gucken. Gut, so viel auf alle Fälle zum Samstag. Sonntagabend oder Sonntagnachmittag, wie man es nimmt. Gleich ist es 6. Ja, schon wieder Tag rum. Samstag nicht so viel passiert. Wir haben dann doch noch den Livestream gemacht. Ja, es ist sehr spät geworden. Es war früh um 3 Uhr, wie ich ins Bett bin. Und dann wie die Waldfee. Ja, jetzt am Sonntag, ich habe gerade den Stall sauber gemacht, Pferdestall. Danke, Gandhi. Ja, ich habe das sauber gemacht. Altes Ferkel. Muss ja sein. Auf jeden Fall, der Stall ist sauber, der ist frisch. Das werde ich gleich nochmal ein wenig abäppeln. Hier draußen fülle ich gerade nochmal Wasser nach. Den großen Kübel und die zwei kleinen. Dass wir das dann auch haben. Ja, scheinbar hat es heute Nacht dann doch nochmal geregnet gehabt. Ich habe heute den ganzen Dreck da, den man jetzt hier sieht, hier liegen gehabt. Nicht schön. Ja, Erosion. Klar. Die Koppel ist abgefressen. Wie man sieht, alles braun, ein bisschen grün ist da noch. Ja, aber darin da alles braun, 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 braun. Gandhi, was suchst du? Den Grashalm, den ich gerade gestreut habe. Ja, den kannst du nicht fressen. Den werden sich mit Sicherheit die Vögel holen. Ja, ich habe gerade händisch ein bisschen Grashalm hergestreut. So eine spezielle Wiesenmischung für Pferdeweiden oder wie man das sagen möchte. Liegt zum Beispiel hier. Ja, ich habe den Sack leer gemacht, den wollte ich gar aufbrauchen. Liegt jetzt mittlerweile auch schon 2 Jahre und bevor man dann irgendwann einmal keinen Aufwuchs mehr davon hat, bevor das Zeug einmal nicht mehr ist, ich gedacht, jetzt hau ich es einfach einmal raus und ja, schauen wir mal. Ich habe hier unten auch was hergeschmissen. Vielleicht habe ich Glück und es wächst was. Ja, eingearbeitet natürlich nicht. Einfach nur auf dem feuchten Boden händisch ausgebracht, händisch gestreut. Und jetzt müssen wir halt mal abwarten. Vielleicht kommt ein bisschen was hoch, vielleicht auch nicht. Was auf alle Fälle gemacht werden muss, sonst bringt nämlich das ganze Ausstreuen nichts. Die Koppel natürlich dringend abäppeln. Ich bin das Wochenende wieder nicht dazugekommen durch den Regen. So blöd wie es ist. Auf jeden Fall, die muss abgeäppelt werden. Und ja, ich werde hier drinnen irgendwie abteilen. Kerzengrad nach da oben. Dass die nur noch hier drüben auf das Abteil können und die ganze große Fläche da dann mal frei bleibt, dass wir da nicht hinkommen. Ich verspreche mir da davon, dass vielleicht das Gras tatsächlich ein bisschen eine Chance hat hochzukommen und ich dieses Jahr da nochmal ein wenig grün kriege und dann halt wirklich immer so stückweise ein wenig abteilen. Ähnlich wie vorher mit dem fliegenden Netz halt, aber nur auf direkten Weg und nicht mehr außen rum und das geht Kasper, sondern einfach nur als Abtrennung rein und wenn sie es platt rammeln, okay, dann ist so.
ja, mal gucken, ob das funktionieren wird. Keine Ahnung. Auf jeden Fall einen Versuch ist es wert. Vielleicht haben wir ja eine Chance. Ach, mein Kübel ist voll. Dass bis zum Herbst dann noch ein bisschen grün dasteht und dass ich die Kuppel dann noch mal versetzen kann. Ja, ist halt einfach so. Es war schon wieder so lang trocken. Jetzt hat es endlich mal geregnet. Natürlich jetzt dann gleich wieder an Platschregen. War klar, deswegen hat es den Dreck mit runtergefleit. Also es muss heute Nacht gewesen sein, 6 Liter. Aber die scheinbar in kürzester Zeit. Also aktuell sind wir bei 45 Liter, was wir die letzten Tage zusammengekriegt haben. Ist auf alle Fälle schon mal schön. Hält natürlich nicht lange nach, wie man sieht, weil der Boden ist schon wieder oberflächlich ziemlich trocken. Also lang nachhalten tut es natürlich nicht. Aber gut, wir machen einen Versuch. Vielleicht kommt die Grassamenmischung nochmal hoch und dann werden wir sehen. Ich meine, das Schönste wäre natürlich mit der Sämaschine in den Boden reinbringen. Aber das hat der Vater schon versucht. Das funktioniert auf diesem Boden einfach nicht. Es liegt nicht an der Sämaschine, sondern das liegt ganz einfach dran. Weil der Boden so knochentrocken ist. Die Schare gehen gar nicht in den Boden rein. Da kannst du es genauso gut dann händisch streuen. Bist du schneller dabei. Was eine Möglichkeit wäre, die Aden noch anhängen und mit der Aden nochmal drüber fetzen. Dann wird so ein bisschen eingegraben, dann ist die Aufwuchschance ein wenig höher, falls es jetzt doch trocken wird. Ja, mal gucken. Vielleicht die Woche, wenn ich dazu komme. Morgen steht auf alle Fälle an, gucken, dass ich die Winkeleisen noch herkriege für den Miststreuer. Und ja, Mist müssen wir wieder verfahren. Die Lore ist voll. Tja, immer genug zu tun. Wenn auch nicht immer alles filmenswert ist. Ja, und ansonsten, wie gesagt, Stall hier sauber gemacht. Ich muss dann noch zu den Schweinen und zu den Hühnern. Und dann ist für den Sonntag Feierabend. Morgen wird schon wieder gearbeitet. Tja, so schnell geht das immer. Dann machen wir noch zu. Eine Tür. Ach, die wollte ich ja schon lange mal neu bauen. Soll es für die Tür, habe ich schon so lange liegen. Naja, steht immer das klapprige Ding da. Ich sage halt, du willst so viel machen, so viel machen, so viel machen und kommst aber nie dazu, weil immer irgendwas anderes noch ist. Eh klar. Gut, das war's auf alle Fälle für heute. So, Montag ist mittlerweile. Ja, ich bin mit IHC unterwegs. Bin jetzt auf dem Heimweg, ich war gerade beim Stahlhandel. Und habe mir drei Stangen a 6 Meter Mittelstahl geholt, 40-40-5, 6 Meter lang, weil sie sind nur 6 Meter haben. Da habe ich gesagt, naja gut, bei dem Preis ist wurscht, das verarbeitet sich woanders, da kostet die Stange 34 Euro. Naja, irgendwo verarbeitet man es, irgendwo braucht man es mal. Da habe ich mir gedacht, da kommt es nicht drauf an. Gleich ein wenig mehr. So. Jetzt putzen wir mal schnell rein.
ja mal Bulldog schneller. Laufen lassen und dann geht's ans Abladen. Scheiße, nix, so wird's nix. Ich habe die Dinge zwar hinten schon gelöst vom Spanngurt und auch die Kette rausgemacht, aber ich krieg die nicht runter. Die sind sauschwer. 5 mm stark. Ich habe mir jetzt was anderes überlegt. Ich nehme jetzt den Radlader, zwei Seile. Das eine auf der einen Seite, das andere auf der anderen Seite. In der Mitte führe ich sie zusammen an den Haken vom Lader noch. Und heb sie mit Lade runter. Jetzt weiß ich, warum wir sie drin mit dem Kran aufhaben. Na gut, machen wir es mal so.
So, schnell mal abgeladen. Ich habe es jetzt daher geschmissen. Ja. Ein bisschen mit Hand ziehen. Man hätte es mit Sicherheit auch runterschlichten können. Einzeln wäre vielleicht auch allein gegangen. Aber oh, wozu habe ich einen Radlader? Warum soll ich mich plagen, wenn es doch so auch geht? So, jetzt räumen wir den IHC und den Kipper noch auf. Und ja, dann muss ich noch zu den Viecher und mein Mist verfahren. Und morgen ist bei uns auf der Arbeit Teambesprechung, wie immer. Ja. Nur passt es. Das Ende ist nah. Ja, zumindest für dieses Video. Ja, also meine Winkeleisen und mein Rohr habe ich jetzt hier. Ich kann bei Gelegenheit dann nochmal anfangen und kann ja, die Streuwalzen bauen. Und dann wird der Miststreuer langsam aber sicher wieder fertig. Ja, jetzt aktuell habe ich gerade noch ein bisschen Rennerei gehabt. Habe ich aber nicht gefilmt. Im Ziegenstall hinten, ich bin vorher neu. Wollte eigentlich bloß die Viecher machen. Licht eingeschaltet. Peng. Alles finster. Zaungerät aus. Kein Strom, kein Bild, kein Ton. Ja. Sicherung geknallt. Durch eine kaputte Birne. Ja. Keine Sicherung daheim gehabt. Jetzt noch ein wenig Rumrennerei gehabt. Eine Sicherung geholt. Geht wieder alles. Ein wenig Chaos. Aber halt das Übliche. Gut. Das war's auf alle Fälle für dieses Video. Ich wünsche euch jetzt eine schöne Woche. Bis die Tage. Servus.